Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier KDV in Thüringen, Version 3.1.0.1. Ja, jetzt geht's voll Richtung Händler. Ich hatte mir jetzt einen Striegel gekauft, und zwar nicht wegen Unkraut, sondern um die Grasreste von den Feldern 41 und 42 runterzubekommen. Fürs Pferdegras ist es ein bisschen zu spät, denke ich mal. Aber da könnte ich zur Not mir das auch noch vorstellen, mit einem Traktor mit Pflegebereifung. Und das da entsprechend die Restgräser zu entfernen, die jetzt vom Mähen übrig geblieben sind. Ne? Ich befürchte mich dabei beim nächsten Mal, dass es da Schwierigkeiten geben könnte, wenn jetzt doch verschiedene Tocknungs gerade auf dem Feld sind, dann wäre das ungünstig, ne? Weil die Trecker oft oder diese Aufsammelstellen für Gras mit verschiedenen, wohl Gras und Ballenpresse ist, glaube ich, egal. Da kommt halt eine andere Sorte raus, ne? Heu und so, ne? Aber wenn man zum Beispiel mit einem Häcksler fährt und aufnehmen will, dann gibt es Schwierigkeiten. Pferdegras haben wir eh. Muss ich schauen. Bei. Ich will es mal striegeln. Ich will es versuchen mal. Aber Pferdegras nicht mehr. Stand jetzt und heute. Das kann sich natürlich in einer halben Stunde Dollar ändern, ne? Ja. Wir haben Mitte Sommer und Regen, ne? Ja, leider. Aktuell spielt ihr auf 9 Tage. Ich habe da anfangs nicht aufgepasst. Ja. Wo ich es dann gemerkt habe, war es nach meiner Ansicht schon zu spät. Dann befürchte man dabei, dass es Probleme geben könnte, ne? Zwecks Wachstum und so. Aber nun ziehen wir durch, wahrscheinlich auch ganz gut so. Können wir bei der Ernte auch mit 5 fahren. Geschwindigkeit. Hier ist ein Gerät, hier ist der Klopper hier. Wo wir den anschließen können, dann ist gesehen. Ich glaube von der anderen Seite, ne? Oder? Ne, von hier. Und da bin ich ja gespannt, du. Das sieht so breit aus. Die 3 Punkt. Oder es täuscht. So, Gewicht ist vorn dran. Sonst gäbe es Probleme. Denke ich mal. 1000 Kilogramm. Naja, wird auch reichen müssen, ne? Wir müssen nach vorn gucken. Nach hinten schauen und vorwärts fahren, das wird schlecht. So, auch so ein Kleefeld. Die Ballen sammeln wollte ich auch noch, aber die Wetter. Es rennt ja nicht weg, ne? Die Ballen bleiben ja auf dem Hof. Wir können auch gerne da so silieren. Das passt schon. Eigentlich gedacht für die Kühe als Futter. Für die. Die Anlage zum Mischen. Ja, schau mal, ne? Der macht es ja automatisch, das Gute bei. Die Anlage. Jetzt funktioniert. Die Meldung kam auch nicht hier. Es wird zu viel Futter reingegeben. Mal gucken, dass das, naja, im Menü passt das noch immer. Ansonsten mal morgen, das ist garantiert noch nicht so erntegehend, nur mal ein Sägewerk beschäftigen, ne? Paletten verkaufen, da haben wir die Scheiße. Unfall, böse. Foto machen, ne? Und dann klappt mal aus, ne?
würde reell nicht funktionieren, ne? Könnt ihr euch ja vorstellen. Da wäre das in dem Falle ein Fall für die Werkstatt. Ja, wenn überhaupt, ist er mal ganz vorsichtig. Ja, aber das Teil ist so empfindlich. Das ist für sowas nicht ausgelegt, dass man kurz mal umkippen könnte, ne? Ja, wenn man alles sich verzieht, wenn man wahrscheinlich Teile austauschen müsste, ne? Komplett. Und das wäre dann 100%ig, dann auch noch nicht perfekt. Weil sich dann irgendwo sowas verzogen hätte, was dann beim Ausklappen Probleme bereiten könnte. Na, hier ist Baustelle. Das ist aber von Custer so eingebaut, dass sich hier ab und zu mal Dinge verändern. Das heißt, die Baustelle wird sicherlich im Herbst weg sein, ne? Da kommt ja was anderes, ne? Ja, und unser Mais wächst, alles gut. Das ist sehr gut. Hier unser Weizen oder Gerste rechts. Ich glaube, sieht nach Gerste aus. Hier Stroh ist auch von Custer, aber das können wir nicht nehmen, ne? Können wir nicht mitnehmen. Hier ist unser Maler selber. So. Hier geht es darum, nicht wegen Unkraut, sondern wegen dem ganzen Gras. Hier vorne liegt ja so Gras. Um. Leider ist das so, dass okay, geht so. Nicht. Warum nicht? Gras geht nicht weg. Das ist schlecht. Dann macht es wenig Sinn. Gucken wir mal, ob der Unkraut weggeht. Das Gras geht nicht weg. Unkraut muss ja nicht weggehen, ne? Das ist ja beim Unkraut ist ja egal. Gut, das geht weg, aber das Gras nicht. Ja, dann können wir nicht brauchen, ne? Garage. Jetzt noch ein Experiment ist dann fehlgeschlagen. Ein Striegel in dem Sinne wird nicht funktionieren. Man hat schon viele Geräte. Gut. Haben wir keinen. Gut. Hat sich erledigt, ne? Wenn wir das Gras nicht wegkriegen, dann muss es. Jo. Können wir uns die Arbeit sparen. Oder würde ein Standardstriegel funktionieren? Gute Frage. Ich probiere mal. Dann kaum das mal. Das ist ja original Gerät, das muss ja noch funktionieren. Auch zum Händler, das probieren. Es kann sein, dass es bei Pferdegras nicht funktioniert oder bei Klee und Luzerne. Bei normalem Gras vielleicht ja. Das wäre ein Versuch wert. In einer anderen Wiese, wo noch Gras rumliegt, das da entsprechend mal zu probieren. Ah, 20 Uhr Sägewerk zu. So. Bei diesen engen Kurven und bei vielen Bäumen ist in Ansicht eh die bessere Option, ne? Zack. Gas geben wir mal Gas. Ja, da müssen wir kurz testen, ob es geht. Und wenn es nicht geht,
testen auf unserer anderen Wiese das. Und wenn es da nicht geht, ja, dann, na gut, da ist es nicht ganz so dramatisch. Ne? Kaputt, heile. Aber haben wir Glück gehabt. Ja. Ja, ist es halt so, ne? Hat nicht funktioniert der Fuß. Dann funktioniert halt nicht, ne? Ich wünsche mal allen einen schönen Freitag. Und für morgen einen guten Wochenendstart ins Wochenende. Ich hoffe mal, ihr habt die Arbeit gut geschafft die Woche. Ich hoffe mal, dass ihr alle Arbeit habt. Beziehungsweise die Arbeit so ist, dass man da am Freitag Feierabend hat. Und wer jetzt so wie ich in Schicht arbeite und vielleicht auch Samstag arbeiten muss, ja, ja, dann sei lieber ein großes Dank gesichert. Weil ich bin froh, dass ich das notwendig machen muss. Ich habe das früher mal gemacht. In vierer Schicht. Das war echt ja, schlauchen kann man sagen, ne? Oder dazu sagen. Ich habe kein ZA genommen, ich habe mir durchgearbeitet. Hab 2 Tage frei. Und das ist doch zu merken gewesen. Nach einem halben Jahr. Dass da zum Weihnachten die Luft raus war, ne? In Anführungszeichen, ne? Urlaubsreif kann man sagen. So. Probier mal den großen Striegel, ne? Von diesem Burkhalt-DLC. Schau mal. Ist auch ein Geschoss, ne? Jetzt hat die großen Produktionsbetriebe, Landwirtschaft, das wird immer mehr Richtung, so wie früher, die LPG, ne? Die Riesenbetriebe. Die kleinen, die will keiner haben. Ich sag mal so, die können ja auch nicht am Weltmarkt die Preise mithalten, das ist ja gar nicht möglich. Und die Herrschaften von der Politik fördern, das ja auch nicht so richtig. Die eigenen Bauern eher, ne, Globalisierung Thema. Also ich empfehle den Bauern wieder mal eine eigene Partei zu gründen. Wenn man die eigenen Interessen durchsetzen möchte, dann wäre das eine gute Option. Jetzt sag mal, wenn jetzt theoretisch Bauernpartei und CDU waren ja eigentlich sich mehr oder weniger oft nahe politisch. Da kann man doch ein bisschen mehr Gewicht einbringen. Ne? Ich sehe so im Prinzip die eigenen Interessen Richtung Landwirtschaft dann auch mal in den Vordergrund stellen. Ne? Es kann auch nicht sein, theoretisch, dass bei uns immer die Vorschriften höher geschrieben werden, mehr. Ja, und dann ist es ja von Ausland billiger, weil sie die Vorschriften halt nicht haben, ne? Nach dem Motto übertriebenermaßen, da gibt es Sklaven- und Kinderarbeit, was der Sohn nicht zustimmt, aber da kannst du halt nicht mithalten, ne? Also, wenn einer, weiß ich, Unkraut mit Chemie bekämpfen kann, im großen Stil, was man hier nicht darf, aus guten Gründen halt, ne? Kann ich ja verstehen, macht ja auch Sinn. Und dann woanders entsprechend das zugeschlagen wird, ne? Denn ich bin der Meinung, man sollte zuerst die Waren vom eigenen Markt nehmen, also vom die vor Ort hergestellt wurden. Das ist ja auch für die Umwelt besser, um Transportwege zu vermeiden. Und dann um das zu importieren, was dann empfehlen würde, ne? Ich sag mal so, ich denke mal, dass wir Rindfleisch und Schweinefleisch nicht importieren müssten, ne? Zum Beispiel. Das könnte man doch sicherlich sicherstellen, dass man die Sachen halt im eigenen Land locker alleine herstellen könnte, ne? Genauso mit Getreide und anderen Sachen halt, ne? Ich bin auch eher der Meinung, dass man diese BGH-Geschichte mit Mais und Futter nicht so machen würde. Also ich würde das eher so nehmen, okay, Mist und Gülle
Das kann man sicherlich gut verwerten. So, mal schauen, ne? Ob das jetzt klappt. Ich würde aber auf keinen Fall das gut heißen, wenn man das gute Futter Anführungszeichen vergasen würde, ne? Gut, Abfälle, die man nicht verwerten kann, kann man sich darüber reden. Aber alles andere ist Quatsch. So, geht mein Gras hier weg. Da geht's weg. Nee. Okay. Dann sammeln wir jetzt Ballen ein. Die Ballen muss ich erst einsammeln, bevor ich hier das andere testen kann, ne? Denn hier ist auch viel Gras. Hier muss ich vielleicht noch entsprechend hier nachpressen. Oh, hier macht er sich bemerkbar. Die Geschichte mit dem Wasser ist ja hier halber Sumpf hier. Tja, das wird nichts hier, Junge. Euch das an. Der sagt sogar tiefe ein, aber beim rückwärts fahren. Sehr gut. Das meinte ich mit das soll ja bei Kettle und Kopf so sein, ne? Dass man da mit zwei, drei Fahrzeugen arbeiten muss. Ja, schwierig, ne? Gut. Rausgehoben kriegen wir ihn. Dann fahr ich mal runter. Und ich besorge mir mal den Fendt. Der ist ja eh im Hof mit dem Dolly. Probieren, ob das besser geht. Der Dolly macht eh Probleme. Aber ich könnte auch trotzdem mal Ballen pressen, ne? Den Kurs können wir ganz kurz wegnehmen. Denn die großen Stücke wollten wir schon noch nehmen, ne? Mitnehmen. So. Gut, das geht auch nicht. Da müssen wir warten, bis es trocken wird. Ja. Da war die Zeit für heute, ist ja eh abgelaufen. So, die Show, das soll es auch schon heute gewesen sein. Dann sag mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, mal schauen, was wir morgen machen können. Ne? Regen, Wald höchstens, ne? Sägewerk. Ja, dann gehe ich noch gleich ins Bett und schlafe die Zeit über und dann geht es morgen in aller Frühe los um 8 Uhr mit Sägewerk. Tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter, hier in Thüringen. Tschüss.